runterkommt. Was war denn das für ein friedliches Alien? Ich habe keinen Dunst, aber ich habe so das Gefühl, es könnte uns mit seinem Gehirn töten. Also, lauf weiter. Jack, verdammt, was ist los? Ich bekomme Alarmmeldungen von überall auf der Helios-Station. Nichts, Sir. Nichts, Sir. Alles bestens. Eine unserer Flap-Tram-Einheiten wollte nur einer Steckdose einen Zungenkuss geben. Sir. Muss ich Sie daran erinnern, dass Sie Pandora beobachten sollen und sonst nichts? Wenn Sie Schäden auf der Helios-Raumstation verursachen, dann mache ich Sie persönlich... Verzeihung, Sir, die Verbindung bricht ab. Ich kann nicht... Verzeihung. Arschloch. Was? Ja, ich habe Sie Arschloch genannt, weil ich dachte, Sie hätten aufgelegt. Mein Fehler. Wir sprechen uns noch, John. Das ist es. Blöde Störsignal ist irgendwo da unten auf diesem geborstenen Felsbrocken und blockiert all das coole Sicherheitszeug hier oben. Hier ist ein Medikit. Verflucht! Mist! Ich will diese Station und ich will das Universum retten. Was soll das? Ist doch egal. Gar nicht. Ja, ich treffe auch absolut nicht. Lol, ich hab ne Peitsche als Nahkampf. Du Domina. Ich hab ein Schwert. Kanone, wo wir hinwollen. Im Wesentlichen ist das eine riesige Kanone, die mit 1000 Meilen die Stunde Vorräte auf die Mondoberfläche schießt. Wir steigen in einen der Container und machen die Fliege. Werden wir das überleben? Weiß nicht. Wäre aber eine coole Art zu sterben, oder? Auf jeden Fall. Naja, ich hab nicht so Bock auf Sterben. Wir sind bei der Moonshot-Kanone. Los! Ach so, in 100.000 Stücke? Gäb's Gulasch. Jack töten wollten? Ich hatte Vermutung. Geld, Rache. Aber wer brauchte hier schon jemals einen Grund? Mal schauen, was hier ist. Ja, Waffen. Willst du ein paar haben? Muss mal schauen. Pistole. Also meine ist besser. Ach, ich nehme mal alles mit. Und Moment, ich muss auch noch... Können wir später verkaufen. Ja, aber ich habe derzeit noch was. Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht. So. Nein, das wollte ich nicht. Verdammt. Du hast sicherlich noch einen Moment. So, jetzt. Ja, sicher. Dann nur Gedanken und sowas. Was ist das? Okay, scheint, hab ich ein Audio noch bezahlt. Ich sag mal,
Verdammt, das war ein Auto, oder? Ja, hab ich mir mit H. Ups. Stand mit dem mit der Betitlung Gedanken und so. Schräg. Okay. Ah, ich brenne. Verdammt. Ah. Nein, geh weg. Geh weg. Gehen Deckung. Oh, ich hätte mal skillen sollen. Glaube ich. Das noch nicht? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe als Sonderskill ein Schild, das ich werfen kann. Cool. Ja. Der wird übrigens, wenn Gegner drauf schieße, wird der Schaden stärker. Von dem Wurf. Ich heb dich auf. Danke. Hab's gleich. Schieß mal diesen Flame Knuckle, wie der heißt. Flame Knuckle. Von da oben kommen wir in den Moonshot rein. Ich hol den Lift. Verdammt, irgendwas blockiert den Lift da oben. Wir müssen uns was einfallen lassen. Okay, schräge Idee. Ich bastle was am Ladeterminal. Ich nehme an, wir sollen da ran. Kein falscher Schutzausbruch, ein mörderischer Absturz. Danke für die Warnung, Mann. Festhalten, ich drehe den Zylinder. Oben angekommen, gib den Lift frei, damit ich nachkommen kann. Total eingequetscht. Macht nichts. Die empfinden keine Schmerzen. Prügel ihn einfach raus. Letchup hat was anderes gemeint. Ein Wunder, dass Dalon so einfach überrennen konnte. Ich brauche mehr Soldaten. Badasses wie dich. In Zeitlupe. Immer wieder zerquetscht werden. Ich glaube, sowas ist toll. Naja. Töte das Arschloch. Okay, jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal gerettet. Jetzt müssen wir. Ah, hier ist eine Waffenkiste. Oh. Pistolen. Du musst hier bleiben und die Kapseln von Hand starten. Ja, wenn ich nimm's mit. Aber ich brauch dich auf Elpis. So, meinst du immer noch besser? Raumstation zu retten. Wir verkaufen es auch. Ich finde einen Weg, die Helios zu retten. Du wirst nicht umsonst gestorben sein, falls du stirbst. Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich brauch dich unten auf dem Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Du willst echt bleiben? Du könntest sterben. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Heldbaby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Oh, gut, ein Mediaautomat. Ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber vor deiner Reise zum Mond. Und deck dich auch mit Munition ein. Da drüben gibt's welche. Super. Wir müssen einen Moonshot-Container hier hochbringen. Also ich brauche nichts. Ach, ich verkaufe einfach ein bisschen was.
Ah, stimmt, kann ich das auch machen. Gar nicht dran gedacht. Ja, ich habe keine Ahnung, wenn wir da unten verkaufen können. Deswegen lieber jetzt. Behalte nur noch das Audiolog. Ich nehme an, du hast auch eins. Du meinst das persönliche Tagebuch? Ja, können wir später anhören. Jo, ach, hab ich noch. Ist. Gut. Hier ist eine Tür. Geh mal. Mach du wohl. Da ist er! Feuer eröffnen! Ah, Mist. Du bist die Ersatzteillieferung. Du wirst sterben. Alles okay? Na, das kann ich selbst beantworten. Nichts ist okay. Sobald du diese Tür öffnest, tritt der ganze Sauerstoff aus und du erstickst. Das tut ziemlich weh und deine Augen platzen wie Weintrauben, wenn der Druckunterschied zu heftig wird. Also hier mein Plan. Wenn du bereit bist, öffne die Tür und folge mir zu meiner Sauerstoffblase. Klingt das gut? Nicht antworten. Spar dir die Luft. Super. Ich nehme an, wir haben überlebt. Ja, wir sind kein Gulasch geworden. Aber jetzt werden unsere Augen gleich wie Weintrauben sein. Hier lang, nicht an das mit den Weintrauben denken. Na, die hat gut reden. Zu spät. Und deine Brut diesen Teil liebt sie, ja. Okay. Du erstickst also gern. Alles klar. Ist es geschafft. Wäre peinlich, jetzt noch zu sterben.